So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, wieder Post von meinem Internetdealer bekommen. Ich habe mir zwei alte Sammelmappen bestellt. Und zwar von Star Wars. Weil die hatte ich noch nicht. Deswegen muss ich jetzt erstmal schauen, wie dieses Video heißen wird. Weil ich werde jetzt einer hinausziehen. Und dann habe ich auch den Titel für dieses Video. Weil wie gesagt, ich habe mir zwei alte Starterpacks bestellt, die mir noch fehlten. Ich hoffe, ja, die sind einzeln. Und das erste Video heißt, wieder zumachen. Das wird das zweite Video. Hier ist es nun, das erste Starterpack und das ist Star Wars Force Attack Serie 3. Das fehlte mir noch. Der Preis wurde natürlich abgeknibbelt, weil die sind ja jetzt schon teurer. Da muss man schon einiges für hinlegen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe die Karten hier. Ich mache ja ab und zu Booster auf, also möchte ich auch die Sammelmappe davon haben. Und jetzt schauen wir uns die Sammelmappe mal an. Im Prinzip brauchen wir das ja nicht. Weil das ist ja die klassische Sammelmappe. Das ist, sind die Booster. Das ist die limitierte Karte, die dabei ist. Dazu gleich mehr. Na. Jetzt natürlich gucken. Das ist oben. Spielplan, Spielbrett und natürlich die Sammelmappenseite. Das ist die klassische Rückseite. In der Rückseite packe ich jetzt noch das Spielbrett rein. Und Spielmagazin. So, das ist es nun. Das offizielle Tops Force Attacks Star Wars Serie 3 Sammelmappe. Der Klassiker. Aber mir fehlte das noch. Deswegen habe ich es mir besorgt. Wo ihr das natürlich bestellen könnt, wenn ihr auch Lust dazu habt, werde ich unter dem Video verlinken. Aber vorab gesagt, die sind nicht mehr ganz günstig. Die werden immer teurer. Und jetzt kommen wir zu den Karten. Das ist die limitierte Karte, die dabei gewesen ist. Die ist ja auch schon was wert. Und das sind diese Booster. Und was jetzt in diesem Booster noch drin steckt für Motive, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Schön wäre es natürlich jetzt sofort noch eine hochwertige zu finden. Weil dann hätte man fast das Geld wieder raus. Ja, das waren noch die richtigen coolen Motive. Wie gesagt, wenn ihr auch damit anfangen wollt, mit die alte Serie, ich werde unter ein Video verlinken, wo ihr die natürlich bestellen könnt. Günstig ist was anderes, aber dafür sicher. Also, das war jetzt das erste Star Wars Sammelmagazin von Force Attacks Serie 3, was ich mir bestellt habe. Hier ist noch eins drin. Das werde ich natürlich jetzt auch hier nach aufmachen und euch präsentieren, welches das ist. Aber hier in diesem Video geht es nur um Star Wars Force Attack Serie 3. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einen kleinen Einblick geben und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.